Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Survival Evolved am Fuße des Giganotto-Berges. Ja, ich habe meine Taktik ein bisschen überdenken müssen. Bett hier drauf, ganz klar. Preserving bin. Da ist noch was über jetzt vom Lecker Prime Meat. Denn das Ganze sieht einfach so aus. Es ist wirklich derb. Den Giganotto, den muss man eigentlich hauptsächlich betäuben. Hier einen ganzen Arsch voll Narkotics noch über. Denn das Wichtigste ist, wie gesagt, den einfach aushungern am Anfang ohne Ende. Aushungern, aushungern, aushungern. Wenn man weggeht, hat man ein paar Minuten, bis der wieder aufwacht. Und man hat es gesehen das letzte Mal, man braucht gar nicht so viel von dem Prime Meat. Aber das Wichtigste ist, wenn man es hat, hier zack, rein ins Preserving Bin. Und noch wichtiger war für mich, runter von dem Berg, dass es nicht so kalt ist da oben. Ja, ansonsten kann man die Zeit gar nicht durchstehen. Und ansonsten funktioniert es, aber es dauert. Es dauert, man muss Geduld haben. Aber das ist gigantisch, dieses Viech. Dieses gigantische Viech. Hier hört auf den netten Namen Rage of Common Unity. Und wie gesagt, das Ding, das ist einfach nur brutal. Es ist einfach nur brutal. Riesig wie nochmal was. Ja, hier waren schon ein paar T-Rexe unterwegs. Die dachten sich, ich musste mal ranknuspern. Keine Chance. Absolut keine Chance, wenn man das Ding sieht. Wenn das neben den T-Rex steht, kann man absolut vergessen. Und die Geschwindigkeit, man sieht es jetzt gleich hier. Alter, der Quest, der kann gar nicht so schnell fliegen, dass man da abhauen könnte. Das Ding ist wirklich krass. Und natürlich, wie ich gesagt habe, werden wir dann einen schönen Sattel drauf basteln. Ich weiß noch nicht mal, wie viel der kostet, aber. Und dann wird mit dem Ding wird hier eine Inseltour unternommen. Es wird eine Inseltour unternommen. Nee, also wenn ihr vorhabt oder wenn ihr. Ah, wir müssen ein bisschen höher. Ach, der ist so riesig. Wenn ihr vorhabt, so ein Ding zu zähmen, wenn ihr so einen gefunden habt, macht euch. Keine Ahnung, 1000, 2000 Narcotics, scheißegal. Der ist zwar jetzt leider nur Level 5. Ja, jetzt macht er Männchen. Und jetzt komme ich hier nicht mehr weg. Ja, vielleicht jetzt optimal. Ja, genau, der ist zwar jetzt leider nur Level 5, aber ganz ehrlich, ich bin froh. Ich bin wirklich froh, dass der nur so klein ist. Alter, das ist so ein Monstrum. Es ist so ein Monstrum. So, jetzt müssen wir mal hier kurz kämpfen. Ach, was soll's. Ja, wir fliegen hier mal schnell zu unserer Base zurück. Und, also ich habe noch nie sowas Bösartiges und Starkes gesehen hier in Ark. Also damit kann man, glaube ich, ohne weiteres hier einen Bossmob platt machen. Aber wo ist er denn? Könnte jetzt eigentlich nur an den Bäumen festhängen. Ja, nee. Und an dieser Stelle auch nochmal nach, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ein lieben, 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 lieben Dank, herzliches Dankeschön an alle, die immer so schön in der Community mitarbeiten, schön Kommentare unten reinliefern und das Ganze ein bisschen beleben, den ganzen Kanal. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch ein Gruß an den Ivan. Freue mich auch, dass du auch mit dabei bist im Kanal. Und wie gesagt, an die anderen alle. Es ist gigantisch. Die Monika schreibt immer unten rein. Hier der Viktor schreibt immer unten rein. Super geil. Freut mich wie die Hölle, dass da wirklich so viel los ist auf dem Kanal.
Komm, mach platt die Bäume. Na, Kleiner. Der steckt im Urwald fest. Normalerweise kann der doch hier alles kaputt treten, oder? Das Problem ist, dass natürlich jetzt hier nicht ich am Lenker sitze und kann ich mit dem Quest auch Bäume fällen. Oh, leider nicht. Jetzt nee, nicht im Ernst, oder? Jetzt kriege ich den nicht nach Hause. Ja, müssen wir vielleicht ein bisschen seitlich vorbei. Nee, da ein herzliches Vergelt's Gott für alle, die so viel Arbeit auch und so viel Interesse in den Kanal stecken. Freut mich ungemein. So, jetzt sind wir wieder hier. Das ist schön. Wir müssen hier irgendwo einen schmaleren Weg finden. Aber dieser Quest ist für Giganotto-Jagd unverzichtbar. Also wer meint hier, er kann irgendwo an einer Klippe oder so Giganotto zähmen. Ja, ich wünsche euch viel Glück dabei. Leider kann der Quest keine Bäume fällen. Aber unser Dicker, der schiebt sich einfach mal so durch die Bäume durch. Ich hoffe, dass er das auch weiterhin macht. Ja, jetzt funktioniert's. Alter. Also wenn euch so ein Ding verfolgt, ihr habt verschissen. Boah, ich freue mich schon so drauf, mit dem hier ein bisschen Unheil zu verbreiten. So, jetzt hoffe ich, dass der hier auch meine Brücke raufkommt. Gott sei Dank hier. Also ihr seht auch, wenn ihr selbst mit einem fliegenden Dino unterwegs seid, ihr habt Mühe und Not, dass ihr so ein Giganotto abhängt. Und da habt ihr mal ganz schnell Pech und ja, der läuft mit in euer Lager rein. Und auch mal schnell. Ne, er kommt nicht mal über eine Dreiermauer drüber. Ich würde dich aber ganz nett bitten, mal kurz draußen Platz zu nehmen. Alter, ein monströses Viech. Okay, das ist... Ich kann es immer noch kaum glauben. Ja, einen gefunden in der großen weiten Welt. Kleiner Level 5 Giganotto. Aber ich glaube, das ist stärker als alles, was es hier auf der Insel gibt. Komm, guck mal runter. Der guckt nicht mal runter. Wir sind zu klein für den. Wird mal ganz schnell was ausprobieren. Ah, das funktioniert leider nicht. nee. Neutral. Passiv. My Target. My Target. Mist, wir haben ja keine normalen Pfeile mehr. Ich habe alles verhackstückt in Narko-Pfeile. Zack und weg. Und der verknuspert hier alles. Das ist so übel. Der hat vorher hier auch, glaube ich, 3 Prontos auf einmal. Schnapp, schnapp, schnapp. Waren sie mal weg. Ganz schnell. Sehr nice. Okay, den lassen wir mal kurz draußen stehen. Ich möchte einen Sattel dafür bauen. Ich brauche einen Sattel für das Ding und dann machen wir hier eine kleine, ja, Inselrundfahrt. So, ich hoffe. Ja, irgendwo da unten ist er, glaube ich hier. Giganotto. Jetzt geht's ab. Schauen wir doch mal rein hier. Sattel. Was braucht man dafür alles? Ich glaube, das wird zu teuer. Geht eigentlich. Es geht eigentlich. Fiber brauchen wir noch. Metal Ingot. 120.
Das hätte ich mir nicht gedacht, aber davor. Richte ich mal kurz hier. Den. Und den. Zack, zack. Denn ich muss noch ein bisschen was umbenennen. Ich habe wieder. Affen. Und das Dumme ist, hier überall wächst das Zeug jetzt und jetzt will er hier immer was sammeln. Umbenennen, genau, umbenennen. Ich habe nämlich zwei Namen noch mal reinbekommen und die finde ich eigentlich ziemlich cool. Vor allem, weil sie beide mit Mister anfangen. Der eine wäre Mr. Little. Auch wenn es ein Weibchen ist, könnten es ja eigentlich Mrs. Little. Und Mr. Donkey. Na, müssen wir vielleicht noch reingehen. Na, ich lasse jetzt mal beide auf. Beide auf Mister. Ist eigentlich relativ egal. Kommen Sie her hier, Äffchen. Da könnten wir sogar später einen dann mitnehmen. Entweder den bösen Brösel oder hier einen von den Äffchen, wenn wir mit dem Giganotto unterwegs sind. So, wir brauchen Stahl. Wir brauchen Stahl. 40, da brauchen wir nur noch ein bisschen was zum Heizen. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr bedacht, dass ich hier auch noch Stahl brauche für das Ganze. Da werde ich demnächst dann natürlich mal. Könnte ich eigentlich sogar mit dem Dicken hier einfach auf den Bergen rumlaufen und hier ein bisschen farmen. Oh, die Olga hat ein Level up. Da machen wir mal ein bisschen Melee-Damage rein. Ihr haut Stimulanz hat sie dabei. Okay. Genau. Ich kann eigentlich hier oben das Zeug aus dem Preserving Bin rausnehmen. Da nehme ich mir auch wieder ein Stack mit. Ja, hier das Ding ist schon halb kaputt und warum ist das Ding schon wieder halb kaputt? Ach, ich habe vorhin ein bisschen gekämpft, genau. So, dann ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Hier rein, zack an, kriegen wir nochmal, glaube ich, 20 Stil raus. Und packen wir das Öl noch hier mit rein. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeug farmen müssen extra dafür. Hier, ja, hier ist der Platz für kaputtes Fleisch. Ansonsten, genau das tun wir mal da rein, denn ich muss noch mal los und wenn ich dann wieder zu viel Gewicht habe, dann geht hier wieder mein Kleiner in die Knie. Passt. Wir holen nämlich ein bisschen Stahl, ein bisschen Erz. Und ich gucke mal ganz kurz in den Airdrop hier rein, wobei ich vermute, dass da wieder nur mal Mist drin ist, weil es ein grüner ist sowieso, aber es könnte ja was Gutes drin sein. Gucken wir mal. So, mein Affe, mein Adler hat mich verlassen. Oh. Na toll, jetzt sind hier meine schicken Schuhe kaputt. Eieiei. Rotz Piranhas. Ja, Gott sei Dank habe ich überhaupt überlebt. Eieiei. Ja, nochmal schnell hier hoch ein bisschen was kaputt hacken. Man sieht, ich habe letztes Mal zwar auch. Ah, Essen habe ich auch keins mehr dabei. Au. Muss ich hier ein paar Beeren essen? Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ich habe zwar letztes Mal auch hier meine Pickaxe nochmal repariert, aber dann dementsprechend natürlich noch farmen müssen für neue Pfeile und für Spark Powder etc. Da ist auch nicht so viel bei rumgekommen. Ich hoffe, hier ist es ruhig. Hallo? Ist da jemand? Raptor da? Unten ist ein Kano. Okay, lass den Kano Kano sein. Wir holen uns ein bisschen Metal. Und ich freue mich schon richtig auf diese Rundreise mit dem Giganotto.
kommt ja richtig gut was raus. Warum fliege ich dann immer auf den anderen Berg hier? Vor allem, ich habe jetzt, glaube ich, sogar den Ressourcen-Respawn höher. Von dem her gibt es da eigentlich gar keinen Grund mehr, glaube ich. Doch, Obsidian. Obsidian. So, werfen wir mal kurz den Stein raus. So, wir sind überfüllt. Das heißt, der müsste auch gleich überfüllt sein. Ne, der hat ein bisschen, der hat mehr Tragfähigkeit als wir. Geil. Oh ja, es ist ein schöner Tag. Auf der Insel der Dinos. Aber man sieht gerade gar nichts. Boah, heftig. Und wir sind schon wieder hungrig. Ja, gleich sind wir zu Hause, dann gibt es ein lecker Steak. Und dann könnten wir vielleicht sogar noch fertig werden mit dem Sattel. Ich bin froh, dass der relativ günstig ist. Ich dachte mir jetzt, ja okay, der kostet bestimmt hier wieder homig tot, wie viel Cementing Paste und sonst noch was. Aber Gott sei Dank nicht. Frieren tut's uns ja, die Lederschuhe sind kaputt. Maui. Und da steht er schon und wartet. Hey, das ist so ein Monstrum. Und den kann man gut und gerne irgendwo abstellen, also den tötet nichts. Ihn tötet wirklich absolut gar nichts. So, packen wir mal gleich mal hier das Erz rein. Ach, und jetzt folgt mir gerade der Adler, Mist. So, schnell was zu futtern holen. Könnte ich eigentlich auch mal wieder hier ein bisschen was auf den Herd legen. So, sehr nice. Dann reparieren wir aber gleich nochmal. Hier die Hosen. Und wo sind die Schuhe? Da. Ja, dauert schon ein bisschen länger. dann repariere ich aber gleich nochmal meinen ganzen Stuff hier. Das alles ziemlich mitgenommen. Ja, und diese Crossbows, die halten wirklich nicht viel aus. Also es war wieder so ungefähr das gleiche, die gleiche Anzahl an Pfeilen, was ich beim zweiten Mal benötigt habe. So, Armor, nee, Saddle. Fiber brauchen wir noch, genau. Haben wir hier schon ein bisschen Stahl, ja. Langsam, aber sicher. Es wird knapp. Wie viel brauchen wir? 120, glaube ich. Ach, 120, dabei können wir hinter zu unserem lieben Affen gehen. Ja, hier kackt alles. Sehr herzlich. Dann könnte ich eigentlich mal schauen. Die Pflanze wächst hier auch schon. Ist die schon fertig? Oh, die ist richtig klebrig. Also ich kann, jetzt wäre es natürlich cool gewesen, wenn wir das irgendwo außerhalb machen, die Pflanze setzen, wo bösartige Dinos kommen. Denn die spuckt dann irgendwie auf die, keine Ahnung, weiß ich nicht so genau. Affe. Gebe er uns Plant Fibers. Und schon fangt er wieder an. Oh, der hat auch ein Level up. Dir geben wir mal. Was geben wir dir noch? Wait. Ja. El Brachialo. So, Leder rein, den Stuff rein, Mushroom, scheiß auf den Mushroom, weg mit dir. Glaube schon, nee, keine Ahnung. Und man sieht jetzt, ich habe ja das hier zurückgesetzt, dass Pflanzen wieder überall wachsen können. Und überall hier wächst das blöde Gras durch, nur mein Baum hinten. Mein schöner Baum, der wächst nicht nach. Und das nervt mich gerade ungemein. Das kann ja wohl echt nicht sein. So, noch ein bisschen. Komm, 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 komm. 20 Stück brauchen wir noch.
Ach, in der Zeit könnten wir uns mal um hier, um die Felder ein bisschen kümmern. Ja, die sind jetzt inzwischen schon ausgewachsen, ja. Also wäre jetzt auch ein Wunder, wenn die noch nicht ausgewachsen wären. Hier, unsere Peaches ist auch schon groß. Und ich muss jetzt dringend mal hier was, ja, ein bisschen Ordnung schaffen, so kommt es mir vor. Hier sieht's aus, alles ist zugewachsen jetzt natürlich mit den Pflanzen. Gefällt mir gar nicht mehr so gut, denn jetzt geht ein bisschen wieder die Übersicht flöten. Dort packen wir das hier rein, genau. Können wir gleich wieder ein bisschen Dünger rausnehmen. Ja, und genau. Ich habe ja unten noch in der alten Base die Macroberry Farms. Nur das kleine Problem daran ist, dass man die ja auch dauerhaft bewirtschaften muss. Wir können nachher mal schnell runterfliegen. Könnten wir eigentlich gleich machen. Wir müssen ja sowieso noch ein bisschen Zeit brücken. Und ich werde diesmal da hinten an der Küste entlang laufen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Da hinten und im Inland ein bisschen. Oh, und meine Wasserdinos. Okay, ich bin verwundert. Die sind nämlich immer noch. Cool. Ach stimmt, ich habe ja damals selber gesagt, dass die hier nur Dünger brauchen. Wenn die auch wirklich nachwachsen. Heißt, wenn man die gar nicht erntet, dann brauchen die auch keinen Dünger. Beziehungsweise sehr wenig, halt nur das, was wegspoilt und nachwachsen muss. Naja, beim nächsten Mal weiß ich's. Ich habe oben wieder mit den Mammuts gefarmt. 14.000, da muss ich was reintun. Weil wenn die mir mal komplett kaputt gehen, dann schaue ich halt blöd. So, hier zwei rein. Hier noch was rein. 50. Da noch mehr, was haben wir noch? Zwei Large, sehr geil. Cool, danke für den Tipp, Victor. Schauen wir gleich mal hier, wie es den Rotzlöffeln hier so geht. Hat noch was zu essen, sehr brav. Hat auch was zu essen? Natürlich. Und wer immer was zu essen hat, ist die liebe Nessie. Weil die wird ja regelmäßig angegriffen und die versorgt sich quasi selbst. Vielleicht werden wir auch demnächst mal schauen, wo der Mosasaurus zu finden ist. Ja, die hier ist vollgestopft mit Spoiled Meat und hau mich tot. Können wir aber ein bisschen was mitnehmen. Ich habe zum Narko-Farmen, habe ich es wieder zum Spoiled Meat Farmen wieder so gehalten, dass ich. Ich bin ein Trottel. Naja, egal. Dass ich es nämlich so handhabe, dass ich wieder stackweise Fleisch farme und das dann einzeln nebeneinander lege, weil dann geht es ja schneller kaputt. Ich muss das alles wieder reintun, mein Komet, der kann ja gar nicht so viel tragen. War jetzt eine nette Idee, aber. Hat es wieder mal an der Intelligenz des Besitzers gemangelt. So. Ja gut, ich hoffe jetzt, dass das Metal schon mal durchgeschmolzen ist. Draufgeschissen. Dann können wir hier unseren geilen Giganotto-Sattel machen. 13. Noch 10 Stück. Naja, ja. Leider nein. Dann werden wir in der nächsten Folge hier den Sattel draufpacken auf unserem lieben Giganotto. Und danach ein paar Folgen lang wirr auf der Insel rumlaufen. Wie gesagt, hier Richtung Osten und alles auffressen und töten und platt machen, was nur geht. Weil wir einfach können. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wie gesagt, dann mit
Rage of Common Unity ausritt. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.